Und es ist mir eine große Freude, Herrn Pascal Frey vorzustellen. Auch er ist Privatdozent. Er ist im Bethanienspital Gastroenterologe, auch ein langer Weggefährte. Pascal, herzlichen Dank, dass du da bist. Guten Abend miteinander. Wir sind gleich soweit. Meine vier Fragen sehen Sie auf dem Programm. Und ich beginne direkt. Die erste Frage ist, brauche ich eine Operation und falls ja, kann diese meine IBD heilen? Und das ist natürlich die extrem wichtige Frage für viele von Ihnen. Da sprechen wir natürlich sinnhafterweise unterschiedlich von Colitis und von Crohn. Beginnen wir mit der Colitis. Kolektomie heißt, man schneidet den ganzen Dickdarm raus. Und ich glaube, es gibt da drei Gründe, das zu machen. Der erste Grund ist, Sie sind jetzt schwerst krank. Beispiel auch das toxische Megakolon, das vorher erwähnt wurde. Da haben Sie nicht viel Zeit zu diskutieren. Wenn Sie schwerst krank sind, dann gibt es selten, dass das einfach notwendig ist. Diese Situation ist häufiger. Es gibt Patienten, die sind lange am Leiden und irgendwie funktionieren diese Medikamente trotzdem nicht richtig. Da haben Sie Zeit. Ich glaube, dieser Entscheid muss reifen. Sie sollten auch die Möglichkeit kriegen, mit anderen Leuten zu sprechen, die vielleicht diese Operation schon hatten. Aber manchmal ist es dann einfach so weit. Und dann gibt es die dritte Situation, die uns alle erschrecken lässt, wenn wir bei Patienten Krebsvorstufen oder Krebs finden. Das ist zum Glück nicht so häufig, aber das gibt es. Und gerade letzte Woche habe ich einem meiner Patienten das ein bisschen angedroht und ich war sehr froh, dass ich mich getäuscht habe. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man keine Experimente macht. Es gibt selten die Situation, dass man in einem nicht so schlechten Darm eine sehr lokalisierte Krebsvorstufe findet, dann kann man das lokalisiert angehen. Aber wenn Sie schwer krank sind und vielleicht auch an mehreren Stellen Krebsvorstufen haben oder Krebs, dann gilt es natürlich sicherzustellen, dass Sie überleben. Und dann wird man, wenn man von der Operation bei der Colitis spricht, typischerweise von der Kolektomie sprechen. Und das funktioniert, ohne dass ich Chirurge bin, ungefähr so. Das Ziel ist eben, der Dickdarm muss raus und Sie wissen, Sie können nur mit dem Dünndarm leben. Man wird dann den Dünndarm nach unten ziehen und ein Reservoir machen, dem sagt man ein Pouch. Vorübergehend wird man diese Naht schonen mit einem künstlichen Darmausgang für einige Wochen oder Monate. Und das Ziel ist am Schluss, dass Sie kein Stoma mehr haben, sondern dass alles normal funktioniert und dass dieser Pouch Ihr Reservoir ist und eine gute Lebensqualität ermöglicht. Und damit ist Ihre Colitis-Erkrankung geheilt. Mit einem kleinen Aber, was natürlich relevant ist. Es gibt das Risiko, dass Sie eine Pouchitis kriegen, also eine wiederum Entzündung dieses Reservoirs. Und das ist nicht so selten, meistens aber gut behandelbar. Aber leid tut es natürlich einem für die, wo diese Pouchitis wieder stark aktiv ist. Und am Schluss landen gewisse Patienten wieder bei der Immunsuppression, die man eigentlich mit der Kolektomie verhindern wollte. Und darum, ja, es ist grundsätzlich heilbar, aber man kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie keine Beschwerden haben und keinen Rückfall mit Pouchitis und keine Medikamente nehmen müssen. Und das ist sicher auch der Grund, warum viele Patienten dann lange zögern. Man hat Angst, einen falschen Entscheid gefällt zu haben, der dann nicht rückgängig zu machen ist. Aber ich glaube, nur wegen diesem Risiko eine wirklich notwendige Operation dann monatelang hinauszuschieben, das ist dann auch wieder der falsche Aspekt, auch wenn man das natürlich gut verstehen kann. Denken Sie daran, wenn Sie einen Pouch haben, der nicht funktioniert, grundsätzlich kann man versuchen, das nochmals anzulegen. Und es gibt auch Situationen, wo man sich entscheidet, definitiv einen Stoma anzulegen. An dem hat niemand Freude, aber das heißt nicht, dass das eine katastrophale Lösung ist. Eine Zahl hat mich immer beeindruckt, die ist uralt, aber die ist extrem schön. Man hat Patienten gefragt, wie zufrieden sind sie jetzt, wo sie die Kolektomie gemacht haben. Und praktisch alle Patienten sind zufrieden, weil sie vorher schwer krank waren.
Und ganz häufig ist die Antwort, wenn ich gewusst hätte, wie gut es mir jetzt ging, dann hätte ich diese Operation früher machen lassen. Aber diese Aussage können natürlich nur die Patienten so formulieren, die vorher im Sinne der Colitis-Aktivität richtig lange gelitten haben. Aber eben, die Take-Home-Message ist, viele Patienten sind viel glücklicher, wie sie das gedacht hätten. Gerade auch für Frauen, denke ich, ist die Frage dann, was hat das für einen Impact auf meine Sexualität oder auf meine Fruchtbarkeit? Wenn man den Studien glauben will, und ich hoffe, man darf das, dann ist die Lebensqualität eben, wie erwähnt, gut. Auch das sexuelle Leben ist gut und die Fruchtbarkeit, die kann eingeschränkt sein, aber sie muss es nicht. Und darum glaube ich, dass dieser persönlich sehr wichtiger Aspekt trotzdem wiederum kein Argument ist, das nicht zu machen, wenn es nötig ist. Beim Crohn sind die Gründe für die Operation natürlich ganz anders und da glaube ich, gibt es auch wieder drei Gründe. Es wurde als Komplikation die Fistel und der Abszess erwähnt. Jetzt ist nicht jede Fistel ein Grund für eine Operation, aber wenn man bei Ihnen diagnostiziert, dass Sie einen riesen Abszess haben oder ein ganz kompliziertes Fistelleiden, dann glaube ich, ist das Urteil nicht relativ gut gefällt, dass Sie eine Operation brauchen. Der zweite gute Grund für eine Operation ist, wenn Sie einfach schlicht einen Darmverschluss haben, dann brauchen Sie diese Operation. Und manchmal sind Sie dann eben fast ein bisschen in einem Darmverschluss, aber noch nicht so richtig und dann spüren Sie diese Sanduhr, nämlich die Verdauung, die funktioniert nicht richtig und Sie haben Bauchweh. Und ich glaube, in dieser Situation auch muss dieser Entscheid reifen, bis man die Operation akzeptiert. Man kann auch ein bisschen mogeln. Bei einer Patientenveranstaltung hat mich ein Patient angesprochen und hat gesagt, ich habe sie herausgefunden, wenn ich fast nur noch Rüebli esse, dann ist mein Crohn nicht mehr aktiv. Aber das stimmt natürlich nicht, weil das ist die Ernährungsanpassung, um diesen Darm nicht mehr zu challengen. Man kann dem auch schießen sagen, oder? Und es gibt auch andere Varianten zu schauen, dass man nicht immer leidet mit diesem Crohn. Ich habe durchaus auch Patienten, die sagen, ich gehe einfach nicht mehr ins Ausland, weil eigentlich habe ich schon Angst vor der Komplikation und ich möchte sie dann einfach nicht im Ausland erleben. Das ist eine durchaus wählbare Strategie, aber sie kann halt, wenn das ihr Plan ist, auch einen Einfluss auf ihre Lebensqualität haben. Und bei diesen Patienten, die lange überlegen und irgendwie gar nicht so richtig leiden, wenn man die dann operiert hat, kommt dann plötzlich doch diese Antwort. Also jetzt geht es mir richtig gut, nachdem die Patienten einem vorher Monate gesagt haben, eigentlich hätten sie gar nicht so viel Bauchweh. Und das ist die Situation, die mich immer wieder beeindruckt. Und Sie sollen sich nicht zu einer Operation drängen lassen, aber Sie müssen wissen, auch wenn Sie vorher nicht so fest leiden, vielleicht geht es Ihnen nachher halt einfach wirklich besser. Über Fisteln, insbesondere perinal als Operationsindikation, möchte ich nicht so sehr diskutieren. Beschränken wir uns mehr auf die Resektionen und ich glaube eben, die Logik ist relativ klar. Man möchte, dass Sie keinen Bauchweh mehr haben, wenn Sie keine Engstelle haben. Und viele haben dann Angst, dass sie nachher erst recht Durchfälle haben, wenn man den Darm kürzt. Aber eine kurze Resektion muss keinen Durchfall machen. Also letztlich, wir möchten viele Operationen verhindern, aber vielleicht sollten wir das nicht immer machen. Und ich schicke nicht so selten meine Patienten recht früh zu einer Diskussion mit dem Chirurgen. Nehmen wir mal an, Ihr Lebenstraum ist, 2 Jahre lang eine SAC-Hütte zu managen, dann würden Sie, glaube ich, Ihren Crohn gerne operiert haben, statt dann auf der SAC-Hütte den Schub zu riskieren. Da gibt es absolut emotionale und persönliche Aspekte, das so zu planen. Aber hier gilt, Sie werden nicht geheilt sein. Ganz viele Patienten brauchen Medikamente. Und darum ist das auch wichtig, was Dr. Zeitz vorher gesagt hat. In dieser Situation insbesondere ist wichtig, dass Sie nicht mehr rauchen. Das sind Grafiken, wie wir Ärzte denken, aber was sagt diese Grafik? Wenn Sie nach einer Operation nicht mehr rauchen, dann ist über viele Jahre Ihr Risiko, wieder operiert zu werden, 1:4. Und wenn Sie sich entscheiden, weiter zu rauchen, dann werden 2 von 3 wieder operiert. Also Sie haben da quasi eine Strategie in der Hand, die so effizient ist wie ein Medikament.
Wenn nur ein Raucher also aufhört zu rauchen, hat dieser Anlass genützt. Dann kommen wir zum Thema Darmkrebs. Wie habe ich ein erhöhtes Risiko? Und für mich impliziert das drei Fragen. Wie hoch ist dieses Risiko effektiv? Was kann ich machen? Und wie oft muss ich mich überwachen lassen? Das sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Man sagt, wenn Sie 30 Jahre lang krank sind, dann ist die Risiko 7%. Wenn Sie einen Crohn haben, ist das nur 2%. Und das ist dann etwa dasselbe wie bei Nicht-IBD-Patienten. Was fangen wir jetzt mit diesen Zahlen an? Eigentlich sagen diese Zahlen, dass die entzündliche Aktivität Ihrer Krankheit eben das Risiko macht, warum Sie Dickdarmkrebs kriegen. Sonst hätte das der Crohn ja auch, oder? Aber die Colitis, die mehr Schleimhaut betrifft, hat ein erhöhtes Krebsrisiko. Man sagt, dieses Risiko ist 3-4-fach erhöht. Das durchschnittliche Risiko ist 1, Ihr Risiko ist 4, aber diese Zahl stimmt eigentlich auch nicht, weil je zeitnaher man diese Zahlen anschaut, desto kleiner wird dieses Risiko. Also Patienten, die... Das funktioniert nicht. Patienten, wenn man die heute anschaut im Vergleich zu 30 Jahren, wird dieses Risiko immer kleiner, weil die Medikamente und die Überwachung besser werden. Also ein bisschen komisch formuliert, das Risiko ist nur noch doppelt so hoch und es ist nicht so hoch, wie man früher immer gemeint hat. Die Patienten, die ich am ängstlichen erlebe, die sehen ungefähr so aus. Das sind meistens junge Männer, die das Gefühl haben, ich werde sowieso an Dickdarmkrebs sterben und das stimmt eben nicht. Sie müssen Respekt haben, aber keine Angst. Ich glaube, sie müssen sich gut behandeln lassen, damit sie wissen, dass wenig Entzündung ein weniger großes Risiko macht. Und sie sollten sich gemäß den Empfehlungen ihres Gastroenterologen überwachen lassen. Die Basis ist eben, je besser Sie behandelt sind, desto geringer ist Ihr Risiko. Und umgekehrt, je kränker Sie sind, desto häufiger sollten Sie kontrolliert werden. Und dann werden wir Sie, so wie das Dr. Biedermann gemacht hat, ein bisschen schubladisieren. Es gibt Patienten mit einem tiefen, es gibt Patienten mit einem hohen Risiko. Und insbesondere, wenn Sie in einem hohen Risiko sind, dann werden wir Sie ein bisschen zu diesen Koloskopien zwingen. Das sind eben Patienten mit einer ausgedehnten Krankheit, die nicht gut läuft, Patienten, die gleichzeitig eine primär sklerosierende Cholangitis haben, Patienten, wo man weiß, die haben Engstellen, die komisch sind oder die hatten schon einmal Krebsvorstufen oder natürlich, wenn sie Verwandte haben, die einen Dickdarmkrebs haben und damit auch ihr Risiko steigt. Damit kommen wir zum vierten Punkt, nämlich zum Thema Kinderwunsch. Die Frage fand ich lustig formuliert, Stefan. Beeinflusst meine IBD meinen Kinderwunsch? Da kann ich als Redner ja nicht sagen, wie Ihr Kinderwunsch ist. Aber ich habe diese Frage anders formuliert. Ist die Erkrankung gefährlich in der Schwangerschaft? Ist die Therapie gefährlich in der Schwangerschaft? Und eben haben meine Kinder ein erhöhtes Risiko für Crohn oder Colitis? Ich glaube, am wichtigsten ist für die unter Ihnen, die einen Kinderwunsch haben und den erfüllt haben möchten, es wäre gut, wenn Sie so gesund, wie es nur geht, in eine Schwangerschaft starten. Also haben Sie nicht Angst vor den Medikamenten und dem schädigenden Effekt, sondern lassen sich so gesund behandeln, dass Sie als gesunde Frau in eine Schwangerschaft starten. Wenn wir ehrlich sind, können wir nicht voraussagen, wie Ihre IBD in der Schwangerschaft verläuft. Manchmal ist es erfreulich gut, viel ruhiger wie sonst. Manchmal ist es mühsamer, wir wissen es einfach nicht. Aber darum sind wir da, um Sie damit zu begleiten. Und dann ist es schon so, praktisch alle Medikamente sind in der Schwangerschaft sicher. Und die kleinen Fußnoten, die es dazu zu erzählen gibt, ist, es gibt nie Studien über IBD-Medikamente und die Schwangerschaft, weil das einfach nicht ethisch vertretbar ist. Aber die Erfahrung, die wir haben, das ist von all diesen 100.000 Schwangerschaften vorher, wo man geschaut hat, was ist passiert bei Patientinnen, die IBD oder Rheuma hatten und diese Medikamente gekriegt haben. Und ganz viele von Ihnen haben wahrscheinlich eben Azathioprin, 6-Mercaptopurin mit den bekannten Namen Imurec und Purinetol. Diese Medikamente gelten als absolut sicher. Das gilt eigentlich auch für alle Biologika.
Wir werden ein bisschen zögerlicher bei den neuen Medikamenten. Da gibt es das Xeljanz für die Colitis. Da sind wir zögerlicher, weil wir einfach weniger Erfahrung haben. Also das würden wir sicher nicht First Line wählen, wenn Sie jetzt schwanger werden möchten. Wir geben Ihnen kein Methotrexat. Und wir werden Ihnen nie Studienmedikamente geben, weil wir einfach dann absolut keine Ahnung haben, ob das unsicher wäre oder nicht. Und darum, wenn Sie in einem Unispital bei einer Therapiestudie sind, dann wissen Sie, müssen unterschreiben für die doppelte Verhütung. Und dann kommt die Frage, wie hoch ist jetzt dieses Risiko für mein Kind, dass ich meine IBD weitergebe? Und das ist die typische Frage von, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Wenn Sie das Glas halb voll sehen, dann ist das Risiko deutlich erhöht. Wenn Sie halb leer sehen, wenn Sie es halb voll sehen, dann ist das Risiko klein. In Zahlen gesprochen, das Risiko, dass Sie eine IBD weitergeben, dass Ihr Kind eine IBD hat, ist deutlich erhöht. Aber eben absolut gesehen ist dieses Risiko klein. Und das sind die Zahlen, die Sie lesen. Man spricht von 0, irgendwas Prozent bis zu 3-4%. Und was heißt das jetzt genau? Also 4% heißt, von 25 IBD-Kindern, von Eltern mit einer IBD, sollte eigentlich nur ein Baby auch eine IBD kriegen und 24 nicht. Also das Risiko ist erhöht, aber es ist immer noch extrem klein. Und darum gibt es keinen Grund, nicht sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Man hat das auch bei eineiigen Zwillingen untersucht und geschaut, wie häufig ist das, dass beide eineiigen Zwillinge eine IBD haben. Fälschlicherweise habe ich nur Mädchen-Printscreens gemacht, das war nicht Absicht, sorry für das. Und die Zahlen, die ich gefunden habe, ist bei eineiigen Zwillingen, wenn ein Zwilling eine IBD, einen Crohn hat, dann ist das Risiko für den Zwillingsbruder oder die Zwillingsschwester 1 zu 3. Bei Colitis ist das Risiko 1 zu 5. Und das zeigt das, was vorher erwähnt wurde, dass die Gene sind nicht alles, es spielt die Umwelt mit, das Immunsystem, was kompliziert ist, und die Darmflora. Und weil die Gene nicht alles sagen, auch wenn Ihnen Privatlabors gerne all diese Analysen verkaufen möchten, machen Sie keine genetische Analyse. Sie können das technisch machen, aber Sie kommen in Teufelsküche, weil Sie werden am Schluss mehr verwirrt sein, denn aufgeklärt. Und eben die Take-Home-Message für mich ist ganz klar, wenn Sie eine IBD haben, dann haben Sie keinen Grund, sich nicht Ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Das waren meine 4 Fragen. Gut, danke. Auch hier zuerst Fragen aus dem Chat. Eine Frage zielte darauf, auf diese Assoziation Colitis ulcerosa, primär sklerosierende Cholangitis. Das war, glaube ich, nicht ganz klar. Wie handhabst du das, diese Kombination von diesen beiden Krankheiten? Also ich selbst betreue eine Handvoll von Patienten, die eben diese beiden Krankheiten haben. Und man weiß von früher, dass ein Colitis-Patient, der auch diese Leberkrankheit namens PSC hat, dass man bei diesen Patienten viel häufiger ein Kolonkarzinom findet im Verlauf. Und darum versuche ich, diese Patienten einmal jährlich zu koloskopieren. Und ich schaue, dass die Leber nicht krank wird. Aber bei diesen Patienten werde ich gleich streng sein wie du sicher auch. Dann die zweite Frage zielt darauf, quasi, wie lange darf der Dünndarm denn noch sein? Oder anders ausgedrückt, wenn man immer wieder Operationen machen muss im Dünndarm wegen Stenosen, Fisteln oder irgendwelche Dinge, ab wann wird man nervös und ab wann kann es ein Kurzdarmsyndrom geben? Ich kann keine absolute Länge dieses Dünndarms angeben, was mich immer fasziniert hat, wenn ich diese Frage beantworten soll. Einige sagen, der Mensch hat 5 Meter Dünndarm, einige sagen, der Mensch hat 10 Meter Dünndarm, und ab und an hören wir dann, dass Crohn-Patienten nur noch 2 Meter haben. Dann frage ich mich, wer hat da 8 Meter ausgeschnitten? Aber je weniger, desto eher werden sie ein Kurzdarmsyndrom haben. Aber am Schluss, eben entweder sie sind so krank, dass sie jetzt eine Operation brauchen, dann muss man das in Kauf nehmen, wenn die Medikamente nicht nützen.
aber am frustrierendsten für mich ist, wenn Ihnen ein Dünndarm, wenn Ihnen chronischer Durchfall droht wegen einem zu kurzen Restdünndarm und Sie sind weiterhin ein Kettenraucher. Da, glaube ich, verzweifeln wir alle und das ist die Hauptmessage. Je mehr Ihnen das droht, desto mehr hören Sie auf zu rauchen und behandeln sich gut. Ja, meine Frau, die spielt gerne Quizduell. Für die unter Ihnen, die nicht wissen, was Quizduell ist, das, man kann wie Wer wird Millionär über eine App spielen. Und sie hat mich mal in einem völlig unvorbereiteten Zeitraum plötzlich mich gefragt, ja, wie lang ist denn der Dünndarm? Und ich sage, ja, keine Ahnung, was steht denn da? Die Antworten waren 4 bis 6, 6 bis 8, 8 bis 10 oder über 10 Meter. Ich war damals noch Chef der Gastroenterologie im Triemel und ich habe gesagt, ja, ganz klar über 10. Ich hab das damals Ewigkeiten präpariert im Anatomiekurs, ich erinnere mich. Und die richtige Antwort ist also 4 bis 6. War natürlich total peinlich, dass der Gastroenterologie-Chef vom Triemli nicht wusste, wie lang der Dünndarm ist. Also generell wird angenommen, 4 bis 6 ist richtig. Und jetzt wissen Sie es auch und ich habe mir also sagen lassen, diese Fragen, die wiederholen sich bei Quizduell. Also Sie haben eine gute Chance, dass Sie in Zukunft, wenn Sie dann mal Quizduell spielen oder vielleicht mal reinschauen bei Wer wird Millionär, dass Sie die richtige Antwort 4 bis 6 Meter dann machen. Wir definieren das jetzt so. Ja, genau. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Gut, dann auch dir herzlichen Dank, Pascal. Wir kommen zum letzten Vortrag.